Mit der Vorbereitung bin ich plus minus zufrieden. Natürlich am 3. Januar, wo wir das Trainingslager kurzfristig gecancelt haben. Das war keine einfache Situation gewesen, aber wir haben uns Club-sich müssen entscheiden, das Trainingslager nicht durchzuführen in Dubai. Das hat man jetzt auch gesehen in den letzten 2-3 Wochen an den gewissen Fällen, die auftreten sind. Von dem her haben wir richtig entschieden und haben natürlich aus der Situation das Beste probiert zu machen. Und ich glaube, es ist uns relativ gut gelungen. Der FC Basel hat in Zukunft sehr dominanten Fußball spielen, einen Pressing-Fußball, einen sehr intensiven Fußball. Ein Fußball, wo die Leute begeistert. Und den probieren wir umzusetzen, weil das Wichtigste ist immer am Fußball. Man hat gute Tage und man hat schlechte Tage. Wichtig ist, dass man einen schlechten Tag genau zwei Tugenden umsetzen, das ist Kampf und Willen, Rennen, alles dafür tun, kein Gold zu bekommen und alles dafür tun, Gold zu schiessen. Das sind die Tugenden, die ich auf dem Platz will sehen. Und wenn man dann noch dazu einen schlechten Tag hat, die Tugenden umsetzt und verliert, dann kann man vom Feld gehen und sagen, ich habe alles gemacht für den Sieg und heute hat es nicht gelangt. International okay, die Resultate haben gestimmt. Göppe ausscheiden, das ist ein No-Go. Das darf uns als Super League-Club gegen einen Drittligist nicht passieren. Und in der Meisterschaft fehlen uns, sage ich mal, wie man es interpretieren will, 4 bis 7 Punkte. Vielleicht auch 8, dann wären wir vorne. Die fehlen uns und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir das Bestmögliche in der Rückrunde machen können. Wir müssen uns steigern, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Der FC Basel ist eine Herzensangelegenheit. Ich probiere mit dem ganzen Team die besten Entscheidungen für den Club zu treffen. Es sind keine Entscheidungen für mich oder für sonst irgendjemand im Club, sondern es sind Entscheidungen, um den Club weiterzubringen. Das müssen wirklich auch alle wissen. Wir hinterfragen jede Handlung, die wir tun, ob positiv oder negativ. Auch die ganzen Positionen, Kaderreduktionen oder Zuzüge, das sind alles lange geplante Aktionen, das sind nicht einfach Hauruck-Aktionen. Also alles, was wir machen, hat einen Plan und eine Strategie dahinter. Also das ist ganz wichtig, dass das die Leute wissen. Wir machen nicht einfach etwas, damit wir etwas gemacht haben. Ich glaube, ich bin der grösste Kritiker von mir selber. Es gibt viele schlaflose Nächte, die durch sind, aber auch noch kommen. Weil ich bin Perfektionist und will wirklich probieren, das Beste für den Club zu machen und zu entscheiden. Es gelingt uns nicht immer. Also auch wir machen Fehler. Wir werden auch Entscheidungen treffen, die nicht das Richtige sind. Wir sind verantwortlich für den Club. Das ist eine riesige Aufgabe. Vor allem müssen wir zurück wieder kommen auf die Spur, wo der FC Basel hingehört. Und das braucht sehr viel Energie und vor allem auch sehr viel positive Energie, um die Leute auch auf den Weg mitzunehmen. Ich glaube, es wird bis zum 31. noch das eine oder andere passieren. Der Edon Zegrova hat das Angebot bekommen und hat uns schon relativ früh, also ganz Anfang Januar, also wir waren länger am Verhandeln, gewesen, hat uns um die Freigabe gebeten. Ich bin selber ein Spieler und für mich ist klar, wenn ein Spieler will gehen, dann gibt es so einen Sprichwort, der Reisende soll man nicht aufhalten. Dann muss man meistens eine Lösung suchen, dass es eben für beide Seiten kann stimmen kann und dass man dann auch den Spieler gehen lässt. Wir haben mit Lille recht hart verhandelt. Es ist hin und her, aber am Schluss sind wir zu einer guten Lösung gekommen, die für beide Seiten gut ist, fair ist und am Ende nicht möglich, in die Liga zu gehen und dort können, das, was er hoffentlich im FCB gelernt hat, können die Liga zu tragen und so auch natürlich für den Ruf des FC Basel im Ausland positiv zu wirken. Jordi, also zuerst mal persönlich, hervorragender Mensch, mehrsprachig, super, also Einstellung, Spitze 1A, gibt nichts, was ich bemängeln kann. Fakt ist, er ist im Sommer geholt worden von der alten Führung. Er hat ein sehr hohes Lohnniveau, das nicht mehr dem entspricht, was wir in Zukunft werden haben. Der Club, das ist mal der erste Punkt. Der zweite ist es klar, dass wir im Zentrum mit einem Thailand Chaka, mit einem Fabian Fremner, bei dem Kasami stand heute 3 ältere, arrivierte, erfahrene Spieler haben. Und hier kein vierter, den ich vorher schon Gründe erklärt habe, dazu braucht. Und darum war für uns klar, dass wir Jordi eigentlich gesagt haben, hey Jordi, schau,
Du bist einer von denen, der noch die Möglichkeit hat, zu einem anderen Club zu gehen. Und wir würden es eher begrüßen, wenn du eine andere Lösung suchst. Weil bei uns, oder, nebst den Erfahrungen, die wir schon haben, müssen wir 2, 3, 4 junge haben nebenan, die die Dynamik und die Power wieder reinbringen. Und darum hat es keinen Platz gehabt. Das war die Kombination aus allem. Und darum war der Grund, dass er uns verloren hat. Eben, ich bin ein super Mensch, ich wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche ihm bestmöglichen Erfolg in St. Gallen. Und das hat er verdient, mehr als verdient. Und wir werden uns ja sicher die Rückrunde 2-mal sehen. Also hoffe, dass er dann nicht den besten Tag einzieht. Aber eben, Jody, alles Gute. Kattenbach kann ich vielleicht sagen, dort arbeiten wir über 2,5 Monate dran schon. Also eigentlich haben wir ihn am Sommer schon wollen. Das war ein längerer Prozess. Wir waren über 2,5 Monate in Gesprächen mit Club und Leuten, führenden Leuten. Das müssen die Leute wissen. Das sind nicht einfache Prozesse. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Vor allem bei einem U21-Nationalspieler von Deutschland, den holst du nicht einfach von heute auf morgen. Da muss relativ viel mitspielen und zusammenspielen, dass am Schluss so etwas klappt. Aber ich bin ultra happy, dass es mit Noah geklappt hat. Ich halte enorm viel von ihm. Nicht nur spielen, sondern auch als Persönlichkeit. Und ich hoffe, ich kann das von Anfang an zeigen. Mit Emanuel Essiam sind wir seit dem Sommer dran. Das ist ein Spieler, der von mir aus gesehen ein unheimliches Potenzial hat. Leider ist er seit Anfang Januar nach dem zweiten oder dritten Training verletzt. Ich glaube, nichts so Schlimmes, aber ich hoffe wirklich, dass er schnell jetzt ins Training zurückkehrt und dass er seine Qualität kann zeigen kann. Er ist ein unheimlich dynamischer Spieler, dynamischer zentraler Mittelfeldspieler, also eigentlich Nummer 6, klassisch Nummer 6. Und ja, ich freue mich auf seine Einsätze und ich hoffe, er kommt relativ schnell zurück. Ich glaube, es wird bis zum 31. noch hektisch. Ich kann heute nicht sagen, geht er oder geht er nicht. Es muss am Schluss, wie ich es vorher gesagt habe, es muss für beide Seiten passen. Ein Abgang wird es nur geben, wenn es für beide Seiten passt. Und ich kann hier auch alle beruhigen, wenn es einen Abgang würde geben von Arthur Cabral, sind wir gerüstet. Also wir arbeiten seit Wochen, Monaten daran, an möglichen Ersatz, wenn die Situation eintrifft. Jeder Transfer birgt Risiken. Jeder Zuzug birgt Risiken. Das heisst, funktioniert er gerade, neues Umfeld, neue Liga und, fühlt er sich gerade wohl, fühlt sich nicht wohl, kann die Familie mitkommen, Familie nicht mitkommen. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielt, ob er direkt kann performen oder nicht. Aber ich glaube, wir bieten noch ein Umfeld mit unseren Leuten, wo wir ihm das Bestmögliche ermöglichen können, damit er sich wohlfühlt und damit er performen kann. Und darum, ich bin relativ zuversichtlich, wenn bis zum 31. noch etwas gehen wird, Gabriel, dass wir gut gewappnet sind für die Zukunft. Ja, vielleicht möchte ich den Punkt noch erwähnen. Ich meine, ich wollte nie öffentlich einen Trainer anzählen. Das war nie in meiner Intention. Von dem her kann ich mich sicher für das entschuldigen, wenn das so übergekommen ist. Das war nicht meine Absicht. Der FCB steht für mehr als das, was wir gezeigt haben. Und das war eigentlich die Message, die ich nach Hause geben wollte. Und wir sind mit Paddy zusammengehockt, wir haben sehr intensive Gespräche gehabt, wir haben sehr konstruktive Gespräche gehabt. Und es war klar, dass wir den Trainer Staff ergänzen wollen, mit gewissen Charakteren, die den Paddy ergänzen. Mit Guillermo Abascal, mit Boris Milanic, bin ich der Meinung, haben wir gewisse Charaktere dazugewonnen, die ihn können in gewissen Bereichen komplettieren können. Und darum ich bin überzeugt, dass das fruchtet. Wichtig zu wissen, die Jugendakademie vom FCB ist das Herzstück des Clubs. Also unser Bestreben, mein Bestreben ist, so schnell als möglich, so viele Junge wie möglich einen eigenen Nachwuchs zu haben. Nur ist es so, dass in der Vergangenheit vieles versäumt worden ist in die Jugend. Vor allem, das ist das A und O, ist Mentalität. DNA vom Club. Das ist ganz entscheidend für den Sprung in die erste Mannschaft. Neben der Physis natürlich und dann kommt das Talent dazu. Und das ist das, was in den letzten Jahren einfach nicht vorgelebt worden ist. Die Jungs im Campus hinter mir verstehen, dass Profifußballer sein ist ein sehr privilegierter Job.
Und das müssen sie jeden Tag vorleben. Und jeden Tag arbeiten. Und mehr machen als die anderen. Und Zusatztraining und. Das ist das, was eben viele heute nicht verstehen. Ich will so schnell als möglich die eigenen Jungen auf dem Platz sehen. Gespickt natürlich mit dem einen oder anderen aus dem Ausland. Das jetzt, was passiert, also was passiert, ist einfach eine Momentaufnahme. Es gibt im Moment keine Spieler von dieser Qualität, auch in der Schweiz, die ich mir wünsche um den FC Basel. Es gibt es nicht. Sonst hätten wir die aus der Schweiz geholt. Aber wir haben einen rechten Wandel jetzt vorgenommen, Nachwuchs. Im ganzen Nachwuchs, der Remo Gaugler macht mit seinem Team einen hervorragenden Job. Ich unterstütze ihn so bestmöglichst, dass ich kann. Und ja, ich will auch die eigenen Jugendmannschaften. Wir müssen sämtliche Turniere, die wir gehen, oder internationale Turniere, müssen wir als FC Basel probieren, vorne wegmarschieren. Wir müssen zeigen, dass wir eine gute Ausbildung haben, dass wir eine Mentalität haben, dass wir eine Entwicklung haben. Und das sind die Attribute, die ich möchte sehen. Und wenn wir die haben, dann ist es nur eine Frage von der kurzen Zeit, etwas länger Zeit, bis die 100 spielen werden, vom eigenen Nachwuchs spielen. Das Ziel ist ganz klar, in der Meisterschaft so lange wie möglich vorne mitspielen. Und es ist klar, wenn wir so lange wie möglich vorne mitspielen können, dann müssen wir auch die Chance in irgendeiner Form wahren können, den Titel zu holen. Das ist nicht, ich glaube, der Ehrgeiz von jedem muss sein, das Maximum probieren rauszuholen. Dann werden wir sehen, Ende Saison, was das Maximum ist. Die Conference League ist natürlich klar. Ich meine, eben, es wäre verwerflich, heute zu sagen, hey, aber hey, wenn ich nicht das Ziel hätte, Tirana, also ich persönlich, ich hoffe die Mannschaft auch, der Trainer und alle, wenn wir das Ziel nicht haben, Tirana, also ich bin ganz offen, es ist möglich. Auch wenn man die Mannschaft noch drin anschaut, aber es braucht jedes Spiel abliefern, es braucht 100% von jedem und dann kann man es schaffen. Aber mein Ziel ist natürlich Tirana, so wie komme ich möglich. Wir werden schauen, wo wir ankommen und welche Gegner wir haben. Es braucht immer auch ein bisschen Glück. Es braucht ein bisschen Losglück, es braucht sonst gewisse Sachen. Aber wenn man die richtige Mentalität hat und die richtige Einstellung zum Fußball, dann können wir, glaube ich, als Team noch relativ weit kommen.